zur Seite. Und nach oben. Yes. Und go down. Timo war schon als Teenager begeisterter Tänzer. Vor allem das Videoclap-Dancing hatte es ihm angetan, also das Tanzen wie die Stars in Musikvideos. Das hatte seine Mutter in den 90ern als erste Tanzschule in Hamburg eingeführt. Timo wurde dann Teil einer sehr erfolgreichen Formation und später sogar Hip-Hop-Weltmeister im Duo. Natürlich geht es hauptsächlich noch um Paartanz bei uns in den Tanzschulen, weil das gerade für die Erwachsenen und auch für die Jugendlichen, die dann jetzt zum ersten Mal, ich sag mal, tänzerisch in Kontakt gehen und so weiter, eine große Rolle spielt. Nur für alle Solotänzer, all die, die ein bisschen Breakdance machen wollen, so in die Richtung, und das ist auch, finde ich, auch zeitgeistgemäß, unterschiedlich natürlich, finde ich, spielt das eine große Rolle. Denn das ist etwas, wo sie wirklich Energie rauslassen können und da wirklich viel rausmachen können.